Und wir sind wieder zurück bei Let's Play The Legend of Zelda Skyward Sword. So, wir lassen uns jetzt gleich mit dem Katapult einmal quer über den Rand dieses Siegelhains schießen. Irgendwie. In der Hoffnung, dass wenn wir hier jetzt rausgehen, das Vieh nicht wiederkommt. Nein, er nicht. Okay. Kann, muss, soll ich hier was freisprengen? Kann ich gerade sowieso nicht. Du willst in den Wald von Firon? Ich kann nicht mit meinem mächtigen Katapult direkt hinschießen. Ja, bitte. Na dann, lass mich mal machen. Ab in den Wald von Firon. Auf geht's! Hat ein bisschen was vom Kanoni-Reisetransport. Alter. Aber wenigstens klares Wasser. Wald von Firon. Ja. Gehen wir mal gucken, was er dazu sagen hat. Huh, du bist doch... Ach ja, ich hatte dich gar nicht nach deinem Namen gefragt. So, so, Link also. Komischer Name. Wie auch immer. Was kann ich für dich tun? Das Wasser? Hast du gesehen, was passiert ist? Aus dem großen Baum hinter mir kam plötzlich Wasser geschossen und im Nu war der ganze Wald überschwemmt. Ich weiß nicht, warum das passiert ist, aber so werden wir vielleicht wenigstens die ganzen Monster los. Warum sind denn die lila? Wahrscheinlich, weil ich sie nicht einatmen darf. Da komme ich unter Garantie nicht rein. Na gut. Oh, okay. Kommt ganz viel Wasser raus. Uiuiui. Das ist aber schon komisch. Wirklich eine Menge Wasser. Da schwimmen auch komische Fische. Ist ja schlimm hier. Die haben sich irgendwie auf alles hochgerettet. Okay, und hoch komme ich auch nicht wirklich. Jedenfalls nicht ohne weiteres. Hm. Aus dem großen Baum hinter mir kam, ja, okay, der gleiche Text wie vorher auch. Da stand doch irgendwo was. Gut, wäre das schon mal weg. Aber wie komme ich da oben hin? Hm. Da gibt es wohl weniger eine Chance hinzukommen. Naja, gut. Gucken wir mal, was das hier alles... Irgendwo hier ging es doch auch mal zum Drachen. Ich
Ich finde es ja verblüffend, wie man sowas einfach überfluten kann. Ich glaube, da hinten ist der komische Wasserfall, wo es zum Drachen ging, oder? Nee, nicht wirklich. Doch, da hinten ist die Brücke. Stimmt, so war das. Oh, verbraucht nur eine Menge Luft. So, und wieder runter. Kann ich da vielleicht durchschwimmen? Da ist eine Barriere. Wieso ist da eine Barriere? Natürlich, weil der feine Herr sich schützt. Okay. Also werde ich wohl doch zu diesem komischen Baum müssen. Ein Wald unter Wasser. Na, wenigstens ist es klares Wasser. Da schwimmt ein Aal. Da schwimmen mehrere Aale, glaube ich. Und das Gegner? Schön eingeatmet. Aber bezüglich des großen Baumes bin ich trotzdem keinen Schritt weiter. Komm, gib mir Luft. Ja, ja, gib Ruhe. Leute, ich bin überfordert. Ziemlich überfordert. Ja, da kommt Wasser raus. Das habe ich auch schon gesehen. Ich weiß nicht, wie ich da hochkomme. Kann ich mich da irgendwie mit dem Greifhaken hochziehen? Das wäre die leichteste Methode. Irgendwie nicht. Ich komme nicht mal ran. Da hänge ich ins Wasser, zu tief ins Wasser. Ja, der schubst mich gleich wieder weg. Ah. Das gibt's doch nicht. Vielleicht da hinten auf dem Blatt, dass ich von da irgendwas sehe? Also der Drache hat einen Schutz. Ich ist allgemein so ein Schutzbann. Nö.
Da ist auch nichts. Hm. Komisch. Ehrlich. Komm ich da hoch? Auch nicht rauf. Das ist doch scheiße. Es muss doch einen Weg zu irgendwas da hoch geben. Irgendwie. Ist das ein Busch da hinten drauf? Ach, das ist der Opa, wa? Ja. Ach, mit dem kann man reden. Cool. Ach nee, doch nicht. Hat sich nur als Busch getarnt. Es ist aus. Was wird denn aus unserem Wald? Ernsthaft? Das ist alles, was du zu sagen hast? Ihr seid ja so eine Hilfe. Hast du auch was zu berichten? Nein, hast du nicht. Muss man mehrfach mit dem reden? Und da hat er einen Busch wieder offen. Boah, was ist das denn hier? Sagst du auch noch was anderes? Nein, tust du nicht. Okay, Leute, ich habe keine Ahnung. Hm. Was eine Scheiße. Ich weiß echt nicht wohin. Da hinten sind noch zwei. Vielleicht kann man mal mit denen reden. Warte mal, mir fällt da gerade was ein. Konnte man unter diesem Baum nicht hindurchtauchen? Vor allem ein bisschen komisch, Wasserdrache und auf einmal ist hier alles geflutet. Moment. Da muss es doch... Trick oder sowas geben. Wo taucht man nochmal da unten durch? Ist die Frage jetzt nur.